So, jetzt mache ich mal was, was ich normalerweise nicht mache. Nämlich wirklich eine weite Reise, fast 1300 Kilometer hin und zurück. Schauen wir mal, wie das mit dem Laden funktioniert. Ich nehme euch da einfach auf der Reise mit. Starten wir. Vielleicht sollte ich das nur dazu sagen. Ladezustand von der Batterie 80%, Reichweite 300 Kilometer. Auf geht's. So, ich habe da jetzt gerade 30 Minuten Pause gehabt in Kufstein und habe da mein Auto von 40 auf 80% aufgeladen. Das ist recht flott gegangen und schon geht es weiter. Und die Reichweite war dann wieder 280 Kilometer, 80%. Weiter geht's. So, da, jetzt bin ich 255 Kilometer schon gefahren. Ich habe da mehr so zwei Sicherheitsladungen dazwischen gemacht. Im Schnitt bin ich gefahren mit 14,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und ich habe mich auf der Autobahn jetzt nicht unbedingt zurückgehalten, also das kann man schon gelten lassen. Ja, passt. Aufgeladen ist er jetzt auf 90%, Reichweite 320 Kilometer. Damit starten wir mal morgen. Los geht's. Jetzt hat es da 14 Grad, um 20 nach 6 in der Früh. Der Akku ist auf 90%, 315 Kilometer Reichweite. Schauen wir mal, wie das jetzt geht. Auf geht's. So, wir sind jetzt 1 Stunde 26 gefahren. 19 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Da war eine Bergstrecke dazwischen. Und jetzt stecke ich ihn einmal an. Restreichweite 137 Kilometer, 38% hat der Akku. Schauen wir mal, wie das geht. Wir gehen inzwischen einen Kaffee trinken und frühstücken. So, jetzt haben wir da gefrühstückt. Akku ist wieder auf 90%, knapp 300 Kilometer Reichweite. Und weiter geht's zur nächsten Pause. Regnet tut's. Und inzwischen hat es schon 15 Grad. Immerhin wärmer als wir in der Früh mit 11 Grad. So, jetzt sind wir angekommen. Die Reichweite beträgt noch 166 Kilometer, 45% Ladekapazität sind auch noch da. Insgesamt waren es 377 Kilometer mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 15,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, passt. Und jetzt lade ich es da einmal beim Hotel und dann machen wir jetzt einmal Urlaub.
So, fertig ist. 80% aufgeladen, 288 Kilometer Reichweite. Dann starten wir mal. Auf, hinauf nach Österreich. Geht alles bergauf. Schauen wir mal, wie das geht. So, jetzt mache ich da gleich zwei Stops in einem. Das eine war bei Villach Nord, Dreiländereck. Da habe ich ihn aufgeladen auf 80%. Das waren dann 270 Kilometer Reichweite. Und jetzt haben wir 290 Kilometer Reichweite, 90% aufgeladen da beim Eisentratten-Raststation. Naja, und jetzt geht's noch raus. Also fast. Ein Stückchen lang. Weiter geht's. Was habe ich denn immer gesagt? Na, schauen wir mal. So, in Eisentratten habe ich dann nochmal für 20 Minuten angehängt und dann war er eigentlich zu 90% voll, knapp 300 Kilometer Reichweite und das hat dann gereicht bis Salzburg und ich bin dann weitergefahren, fast bis Rosenheim. Dann habe ich da Samerberg Nord bei Ionity nochmal auf 60% aufgeladen. Habe ich mir gedacht, das reicht. Reicht aber nicht, weil da bei Innsbruck waren dann Gewitter und Regen und das hat mich ein bisschen angestrengt. Jetzt fallen mir gerade ein paar Prozent. Deswegen bin ich da jetzt nochmal bei Bettnau stehen geblieben und laden irgendwie auf 30%. Das sind 100 Kilometer. Damit schafft das dann die restlichen paar Kilometer noch auf den Berg hinauf. Tja, soweit. Und jetzt fahre ich weiter und heim.